Morgen, Herr Fuste. Guten Morgen. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Ja? Wunderbar, ja. Gestern hatten Sie ja Berufsschule, ne? Waren Sie richtig. Hier? Wie war's? Genau, war sehr interessant. Ja? Also, wir Piktogramme unterhalten, die uns technischen Betrieb begegnen. Ja. Also, zum Beispiel, was war dabei? Interessant. Setzen Sie sich. Also, ja, setz mich hin. Zum Beispiel Schilder, Notausgang oder solche Sachen. Und, doch, war ganz gut. Also, alles so sicherheitsrelevante Hinweisschilder und. Ganz genau. Und Sie kommen auch gut zurecht in der Berufsschule? Ich komme sehr gut zurecht, muss ich sagen. Herr Fuste, Sie wundern sich bestimmt, warum wir nicht unten in der Werkstatt sind, sondern hier im Schulungsraum. Ja, genau. Es liegt nicht daran, dass Sie was angestellt haben, sondern es ist eigentlich eine traurige Sache. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, im Radio oder in der Zeitung schon gelesen haben. Nee, wir müssen mitkommen. Auf dem Nachbargelände ist gestern ein tödlicher Unfall passiert. Und zwar im elektrotechnischen Bereich. Ja. Und dieser Unfall hätte vermieden werden können, wenn die berühmten 5 Sicherheitsregeln eingehalten worden wären. Ja. Und diese 5 Sicherheitsregeln hätten wir eigentlich in einer Unterweisung gemacht, erst in 3 Monaten. Aber ich sehe das aus aktuellem Anlass mehr als sinnvoll, dass wir uns jetzt mal eben kurz die Zeit nehmen und dass wir mal über diese 5 Regeln sprechen. Ja, gerne. Ja. Und zwar folgendes. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind im Büro und es klingelt das Telefon. Und Sie werden zu Anlage C gerufen, weil dort eine Störung anliegt. Ja. Dann gehen Sie dorthin. Sie wissen jetzt überhaupt nicht, was ist überhaupt defekt, was ist überhaupt passiert. Als erstes wird die Anlage dann freigeschaltet, beziehungsweise erstmal abschalten. Ja, das freischalten. Rauchschalter aus und Anlage außer Betrieb setzen. Ja. Das zweite, was Sie dann machen, ist, wenn die Anlage abgeschaltet ist, gegen Wiedereinschalten sichern. Ja. Und gegen Wiedereinschalten sichern können Sie mehrere Faktoren beachten, beziehungsweise Und zwar können Sie einmal den Hauptschalter verriegeln, weil unsere Hauptschalter, das haben Sie ja schon gesehen unten, genau, sie sind in einem Gehäuse, in einem Kasten, und wenn Sie den Kasten verschließen, kann also ein Fremder ohne diesen Kasten zu zerstören, nicht an den Schalter dran. Sie können, die Automaten werden ausgelegt, die legen Sie um. Und die Schnellsicherung, die können Sie entfernen. Einfach Kappen abschrauben, kennen Sie ja, Sicherung entfernen. Auch schon gesehen. Und die Kappen, wichtig, wieder draufschrauben. Und nach Möglichkeit die Sicherung auch nicht da irgendwo hinstellen, weil die Gefahr besteht, dass irgendein Kollege von Ihnen, oh, was ist denn da, die Sicherung draußen, ich schraube die mal wieder rein. Das stimmt. Einfach in die Hosentasche stecken oder in Ihren Werkzeugkasten, damit die Sicherung auch wegsitzt. In Ordnung. Wenn Sie also die Anlage dort abgeschaltet haben, sprich freigeschaltet haben und gegen Wiedereinschalten gesichert haben, kann es sein, dass durch die Störung, die entstanden ist, es können irgendwelche Kurzschlüsse entstanden sein und dadurch sind Brücken entstanden, dass die Teile trotzdem noch unter Spannung sind. Ja, dass Sie erstmal mit Ihrem Spannungsprüfer wirklich die Spannungsfreiheit feststellen. Mhm. Ja? Okay. Das heißt, Sie haben die ersten 3 Schritte von den 5 jetzt schon vollzogen. Abgeschaltet, gegen Wiedereinschalten gesichert und die Spannungsfreiheit festgestellt. Ja. Bei unseren Anlagen, die sind über 1 kV, das wissen Sie, werden wir zusätzlich noch die Anlage erden und kurzschließen. Ja. Dieses dient zu Ihrer eigenen Sicherheit, damit wirklich, falls durch irgendwelche ganz unbestimmten Zustände Fehlerströme fließen sollten, dass sie gesichert ist und die Anlage geerdet ist. Okay. Ja. Das war jetzt schon der 4. Schritt. Sie haben die Anlage freigeschaltet, gegen Wiedereinschalten gesichert, gemessen und Spannungsfreiheit festgestellt, geerdet und kurzgeschlossen. Ja. Schritte. Und jetzt könnten Sie eigentlich mit den Arbeiten beginnen. Aber der 5. Punkt ist noch, es kann immer noch sein, dass rechts und links von Ihnen oder über Ihnen Teilbereiche der Anlage weiterlaufen. Ach so, ja. Das heißt, dort existieren noch spannungsführende Teile und da müssen Sie sich schützen, indem Sie sich abschranken, abschotten mit irgendwelchen Isolatoren, sprich Gummimatten, Holzbretter, was auch immer, dass, falls Sie mal mit dem Werkzeug abrutschen, nicht dort mit in Berührung kommen. Stimmt schon, ja. Gut. Dann fassen wir nochmal zusammen. Also, Telefon klingelt, Sie werden gerufen, dort an. Was machen Sie als erstes? Also als erstes die Spannung freischalten. Ich werde Sicherung rausnehmen halt. Und ganz wichtig ist halt, nicht liegen lassen, sondern am besten
einpacken sofort, mitnehmen. Ja, aber Herr Fustel, Sie sind jetzt schon einen Schritt zu weit. Ja. Wir sind erstmal beim Abschalten. Abschalten, ganz genau. Und was Sie jetzt gesagt haben, mit den Sicherungen entfernen, das ist schon... Ist schon zu weit. Okay, es stimmt. Also ich jetzt erst den Hebel umlegen und wenn es möglich ist, halt abschließen, wie Sie eben gesagt haben. Aber das ist schon Punkt 2, gegen Wiedereinschalten sichern. Ja. Ne? Der Einzelpunkt ist, der erste ist nur freischalten, beziehungsweise abschalten. Ist nur freischalten, ja. Dann kommt der zweite Punkt, gegen Wiedereinschalten sichern. Ja. Und das machen Sie in Form von, jetzt wiederholen Sie bitte nochmal. Genau, halt, man kann ein Schild hinhängen. Das ist die erste Möglichkeit. Ja. Oben auch mein Name draufsteht. Am besten auch das Datum halt. Wir sehen, was aktuell ist, dass gerade jemand dran arbeitet. Genau, das habe ich gerade gar nicht erwähnt. Das haben Sie richtig gut erkannt. Ja. Genau, das haben Ihre Kollegen ein bisschen was drüber gehört. Und deshalb. Mhm. Und ja, halt wichtig ist die Sicherungen, also dass man nicht oben drauflegt, bevor halt ein anderer Mitarbeiter die Sachen wieder reinschraubt und halt alles unter Spannung setzt. Ja. Das sollte man auf jeden Fall lassen. Ja, ganz wichtig. Das ist wichtige Sache. So. Dann sind wir weiter. Ja, Sie haben die Anlage jetzt abgeschaltet, wieder einschalten gesichert. Genau. Der dritte Punkt, der nächste, wäre dann... Das ist halt die Spannungsfreiheit feststellen. Genau. Warum? Ganz wichtige Sache. Was kann passieren durch die Störung? Kann immer noch sein, dass halt noch Spannung drauf ist oder... sag ich mal so, oder? Genau. Also messen Sie nach und vergewissern sich nochmal genau selber, dass wirklich die Spannung frei ist. Das ist genau richtig. Sollten vielleicht auch vorher einmal überprüfen, ob der Spannungsprüfer auch in Ordnung ist. Ja. Das ist natürlich auch wichtig. Ne? Richtig, genau. Das kann ja halt falsch eingestellt sein oder verschiedene Sachen. Die kann leer genau. sein. Ne? Sie kennen die Problematik sagen. Mit den genau. Werkzeugen, ja. Richtig, genau. Die kennen wir schon. Ja, dann haben Sie die ersten drei Sachen ja schon beherzigt. Ja. Als viertes machen Sie dann? Ist auch noch wichtig, erden und kurz schließen. Ja. Sollte man. Genau. Ganz wichtig. Und ja, dann kommen wir zu dem nächsten Schritt. Ja. Das halt benachbarte und spannungsstehende Teile. Ja, wie sagt man es jetzt? Weiß ich nicht. Abschotten. Abschotten. Genau. Abschotten. Ja. Warum machen Sie das? Ich könnte mal abrutschen, sag ich mal, verschiedene Sachen. Oder bewegen und kann man dann die Teile und verschiedene genau. Leisten oder noch Sachen behandeln. Das ist eigentlich, obwohl das der letzte Punkt ist, sehr, sehr wichtig. Ja. Weil das passiert selbst mir. Wenn wir arbeiten, dass mal irgendwann abgerutscht wird und man ist gar nicht bewusst, was das alles verursachen kann, wenn man an die falschen Teile guckt. Das glaube ich, geht schnell. Ganz wichtig ist dann auch halt isolierte Teile nehmen, also kleine leitende Teile. Ja. Das nützt ihnen nichts, wenn sie da eine Eisentrennwand hinstellen, also entweder was aus Holz, aus Gummi, aus Stoff, Vorhänge, irgendwas zum Abschotten, abschnacken, damit sie auf der sicheren Seite sind. Ganz genau. Ja. Gut. Ja, das haben Sie ja schon mal richtig gut zusammengefasst. Ja. Und Sie merken, das liegt mir wirklich sehr, sehr am Herzen. Habe ich noch mal ein kleines Arbeitsblatt vorbereitet. Ja, genau. So, schauen wir das mal an. Die Zahlen 1 bis 5, das spricht für die 5 Regeln, in der Reihenfolge, wie sie eingehalten werden sollen. Genau, ja. Die sind hier oben auch noch mal schriftlich aufgeführt, aber ein bisschen durcheinander gewürfelt. Und ich würde Sie bitten, die jetzt mal in der richtigen Reihenfolge noch mal für sich dort aufzuschreiben. Okay, ich versuch's mal. Was machen Sie als erstes? Also, erster Schritt ist freischalten. Weiß ich noch. Genau, schreibe das mal kurz auf. Jetzt kommt der zweite Schritt, wo ich eben schon halt mit dem ersten ein bisschen zusammengewürfelt habe. Ja. Das weiß ich jetzt. Das Ganze ging jetzt wieder gegen Wiedereinschalten sichern. Genau. Wie gesagt, mit einem Schild. Namen drauf, Datum, das aktuell daran gearbeitet wird. Genau, richtig. Und halt Sicherungen halt nicht vor Ort lassen und halt sehen, dass es keine einschalten. Genau, Automaten noch zusätzlich, wenn vorhanden, ausschalten. Ja. Genau, richtig. Punkt 2, gegen einschalten sichern, ja. Wieder einschalten, sichern. So, das haben wir. Dann Punkt 3, die Spannungsfreiheit wirklich feststellen. Ob auch wirklich alles in Ordnung ist. Das ist Punkt 3, schreib schon mal auf. Genau. Und indem Sie halt nochmal nachmessen, stellen Sie wirklich dann halt sicher, dass keine Spannung an dem Bereich vorhanden ist, wo Sie da arbeiten. Genau. So, dann sind wir schon mit Punkt 3. Also die Anlage ist abgeschaltet, gegen Wiedereinschalten gesichert. Sie haben die Spannungsfreiheit festgestellt. Genau. Dann kommen wir zum vierten Punkt. Dann kommen wir zu Punkt 4. Das müsste erden und kurzschließen sein. Genau, richtig. Genau. Weil unsere Anlagen ja über ein KV sind.
Ja. Und da ist es auch zwingend erforderlich. Okay. Den haben wir. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Ja. Soll ich benachbarte Teile abschotten oder abschranken, was wir darüber unterhalten haben, als was man mal abrutscht oder an andere Bauteile kommt, dass wirklich nichts passiert. Genau, ne? Um sie sich zu schützen. Genau. Abschotten. Schrank. Ja, wunderbar. Diesen Zettel, den würde ich an Ihrer Stelle mal am Werkzeugkasten reinlegen. Mhm. Weil den haben Sie eh immer bei sich. Und zwei, dreimal im Tag einmal durchlesen, obwohl ich merke, Sie haben es schon sehr gut verinnerlicht. Sie wissen vor allen Dingen der Wichtigkeit der fünf Regeln, damit Ihnen sowas wie Ihrem Kollegen gestern nicht passiert. Ja. Und wie gesagt, es ist enorm wichtig. Beherzigen Sie das. Ja. Und wir werden das aber auch nochmal vertiefen. Und zwar habe ich mir überlegt, bei der nächsten Störung, die wir bei uns im Betrieb haben, werden wir beide gemeinsam dort mal vor Ort erscheinen. Sehr interessant. Ja, die werden wir nochmal erklären, unter welchen Berücksichtigungen wir überhaupt die eigentlichen Arbeiten beginnen können. Mhm. Und dann werden wir beide die Störungen dann gemeinsam beheben. Das wäre sehr gut. Ja. Auf jeden Fall. Gut. Wunderbar. Ja, ich bedanke mich erstmal. Kein Problem. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Sie können sich eine rauchen gehen und wir treffen uns in 10 Minuten in der Werkstatt. Bis in Ordnung. Ja? Okay, bis gleich dann.